miteinander, herzlich willkommen zu einem neuen Teil. Und heute wollen wir schweißen. Genau, ich habe das mal gesagt, wir machen mal so einen Crashkurs auf Schweißen. Heute werden wir Schutzgas schweißen. Genau, MAC, Metallaktivgas. Es gibt genügend Videos, besonders auf dieser Plattform bei YouTube, wo es um Schweißen geht. Wir haben ganz viele Schweißkünstler, die nichts anderes tun und machen. Ich versuche es so zu erklären, dass es jeder versteht. Jeder. Es ist ein schmaler Grat, es ist ein Ausbildungsberuf und es gibt viele Sicherheitshinweise und es gibt viele Einstellungen, die man machen kann. Und es gibt viele Fachbegriffe. Ne? Es ist keine Düse, es ist ein Stromkontaktrohr. Das lasse ich heute alles weg. Alles. Ne? Ich möchte, dass der Laie ein Schweißgerät in der Hand nimmt und damit ein Blech an seinem Gartentor anschweißt. Keine tragenden Teile, keine Achsen, keine Deichseln von irgendwelchen Anhängern, keine Rahmen. Rein zu Hause, um irgendwas anheften zu können oder eine kleine Naht zu setzen. Das ist heute Ziel mit Material. Wir nehmen normalen Stahl, schwarz. Wick können wir vielleicht nochmal irgendwann drauf eingehen. Das heißt Wolfram, Inertgas, das heißt Edelstahl zum Beispiel. Aber heute geht es rein um den Schweißkasten MAC. Sicherheitshinweise. Gibt es auch ganz, ganz viele. Ne? Trag Klamotten, die nicht brennen, das heißt vielleicht ein bisschen Baumwolle, vielleicht eine Schutzkleidung, die für Schweißen ausgelegt ist. Festes Schuhwerk, ne? Nicht mit irgendwelchen Sandalen. Wir schmelzen ein Material auf und alles, was runterfällt, in den Schuh zum Beispiel, tut ganz schön dolle weh. Und auch die Handschuhe, nicht irgendwelche Winterhandschuhe, nimmt da schon Lederhandschuhe. Wie gesagt, Verletzungen hat man als Schweißer ganz, 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 ganz oft. Wenn wir jetzt diesen alten Schweißkasten hier nehmen, wir nehmen jetzt meine Anlage, da kann man nicht viel einstellen. Das ist jetzt auch so der Zustand, wie es die meisten zu Hause vielleicht auch haben. Vom Opa ein Elektro-Beckum, was da irgendwie rumsteht. Meins ist von Metabo, es war damals mal Elektro-Beckum. Und an so einem Schweißgerät ist nicht viel dran. Ich kann mal ein bisschen Licht anmachen. So. Die alte Schweißmütze, die gucken wir uns gleich mal an. So, was haben wir so im Schweißgerät dran? Wir haben unsere Gaspulle. Das ist jetzt hier ein Korgongas, ein aktives Gas, was wir brauchen. Wir haben unsere Zuleitung. Ne? Die meisten sagen immer Starkstrom, ja, das ist Drehstrom, weil wir mit drei Phasen arbeiten. Das heißt, dreimal 230 Volt, dass wir auf 400 kommen. Ja. Wer jetzt richtig aufgepasst hat, sagt ja, es sind ja gar keine 690, sondern nur 400. Das kommt wegen der Phasenkappung. So. Zwei-Hand-System. Ich stecke das mal kurz zusammen. Es gibt natürlich auch genügend Geräte mit 230 Volt. Kann das hier auch. Wir fahren jetzt hier mit 400. So, dann haben wir hier unsere Gasflasche hinten drauf. Wie gesagt, das ist ein Korgongas. Wenn wir die öffnen, die meisten drehen sich hier in Wolf bis Anschlag an so einer Gaspulle. Reicht ein halber Schlag. Mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen so wenig Gas. Man muss es nicht komplett aufdrehen. Da reicht wirklich so eine Viertel- oder halbe Umdrehung. Das reicht. Dann haben wir den Druckminderer. Wir haben ja den Füllstand der Flasche. Ja, hier sind jetzt noch 50 Bar drauf. Und der steht jetzt auf 16 Bar, weil das Gas hat sich hier drin ein bisschen erwärmt. Wenn wir es gleich anmachen, geht der Zeiger runter. 0,8er Draht heißt 8 Liter in der Minute an Schutzgas. Mehr braucht man nicht. 8 bis 10 Liter. Na, seid ihr geizig mit so einer Flasche, kostet mittlerweile richtig Geld. Dann haben wir hier unsere Masse. Unsere Masse, ne, die ist am Gerät verbunden, vorne mit so einer Klammer dran. Die können wir dann an das leitende Material, was wir schweißen wollen, befestigen. Dann haben wir hier unser Schlauchpaket mit dem Brenner. Vorne ist eine Gasdüse drauf, innen drin ist das Stromkontaktrohr. Gucken wir uns da mal ein bisschen genauer an. Und dann haben wir innen drinne, Moment, kriegen wir es so hin, verdammt. Dann haben wir innen drin unser Schweißdraht, wir haben den Antrieb und hier habe ich noch so eine kleine Klammer drüber mit so einem Filz. Denn wenn man das hier rausnimmt so, und das hier mal so aufmacht, dann sieht man hier ganz viel Metallabrieb. Und dieses Filz, ja, ist eigentlich ganz gut. Damit fährt man sich das Schlauchpaket nicht gleich kaputt. Weil auf diesem Draht ist natürlich überall ein bisschen, ja, Späne drauf, Staub drauf. Man kann diesen alten Lappen auch einmal drehen. Das können wir jetzt gleich mal machen. Machen ihn hier wieder rum, Klammer rum, dann haben wir wieder eine saubere Fläche.
Dann haben wir hier den Antrieb mit einer Spanneinheit. Hier kann man über so eine Feder den Druck erhöhen oder verringern von dem Antrieb. Hier ist eine Scheibe drin, die kann man drehen. Das ist meistens immer 0,8 und 1 mm für den Draht. Das muss auch passen. Hier wird darüber geführt. Oben ist der Antrieb, also unten ist der Antrieb, oben ist eine Gegenrolle, die mit antreibt über ein Zahnrad. Und macht man den zu fest. Die meisten, ja, da stottert hier vorne, dann knallen wir den hier mal richtig zusammen. Ist eigentlich kontraproduktiv, weil man den Draht quetscht und dann wird der oval und dann läuft er noch schlechter. Der muss so durchgleiten, dass man den mit der Hand nochmal so ein bisschen stramm festhalten kann, aber dass er gut durchzieht. Dann ist er ideal eingestellt. Ist auch so ein bisschen ja, Gefühlssache, sag ich mal. Na, hier mit einer Hand, das ist immer schlecht. So, mehr ist hier drin nicht. Bisschen auf Drehrichtung achten. Wenn man die Spule verkehrt rum macht, versucht der Draht von hier hoch zu wandern. Dann zieht er hier auch schon mal einen Knick rein. Deswegen immer so, dass er abrollt und gerade in den Einzug kommt. Mehr kann das nicht. So, Einstellung am Gerät. Wie gesagt, das ist ja noch so ein bisschen oldschool. Hier ist nicht allzu viel dran. Die neuen Geräte, da kann man alles einstellen. Lichtbogenlenkkorrektur. Wir haben Pulsen, wir haben Gasrampen, Zündungsrampen, was wir nicht alles haben. Der Kasten hier kann wirklich nur an. Grobe Schritte. Ne? Hier ist noch ein bisschen Zahlen, weil das Ding ist verdreht. Das sind die groben Schritte oder die Leistung. Dann haben wir hier Zweitakt, Viertakt. Ja, was ist Zweitakt, Viertakt? Wenn wir den jetzt so haben und wir haben jetzt den Brenner, raufdrücken, schweißt, loslassen, hört auf. Ne? Ganz einfach schweißen, nicht schweißen. Haben wir Viertakt, wir stellen den auf Viertakt, schweißen, jetzt schweißt es, das können wir den Finger loslassen, nochmal raufdrücken, loslassen, hört auf. Das ist einfach nur Viertakt, damit man den Brenner nicht festhalten muss. Und wir haben Punkten, das hat ein eigenes Punktverfahren hier und Draht vor, damit wir den Draht vorfahren können, ohne Gas zu verbrauchen. Ja, ist alles schon so ein bisschen. Dann haben wir hier aber nur T. T steht für Materialstärke. Ja, hier, das ist halt Werkstatt. Das sind halt alles so grobe Angaben und ich habe bei mir überall schon so ganz kleine Punkte drauf, wie man sieht. Ne, da ist ein Strich, da ist ein Punkt. Und so weiß ich ungefähr, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, 5 mm Stahl schweiße, dann gehe ich hier auf den Strich, dann gehe ich hier auf den Punkt und da ist ein Strich und dann passt das. Das stellen wir gleich mal zusammen ein. Wir haben hier noch den Drahtvorschub, ne, wie schnell und kommt der Draht da raus. Und da müssen wir jetzt eine Einstellung finden, dass das zueinander alles passt. Dann brauchen wir natürlich noch einen Schweißschirm. Der Schweißlichtbogen kann eure Netzhaut beschädigen und verbrennen, wenn ihr ohne Schweißschirm schweißt. Das kriege ich ja ganz oft in meinen Videos zu hören, wenn ich so hefte ohne Schirm und ich halte den Handschuh darüber, dann weiß ich, was ich da tue. Und ihr am Rechner, am PC, am Laptop oder am Handy, das schädigt mich. Das ist hier live vor Ort. Und immer schön Schweißhelm aufsetzen. Damals hat man noch so einen Schirm gehabt, den man sich vors Gesicht hält. Nutzt kaum noch jemand, also gibt es Automatikschirme, die blenden von alleine auf und wieder ab. Und auch in den Discountern werden die ganz oft angeboten, oftmals für 50, 60 Euro. Also wer wirklich nur ein Garagentor einfach mal ein paar Winkel da anschweißen will, reicht das vollkommen aus. Ohne Werbung zu machen, für mich persönlich im privaten Bereich ist der Speedglass von 3M, der V100, der beste Schirm, den es so auf dem Markt gibt. Die Helme gibt es bis weit über 1000 Euro mit Absaugung und Co. Und das Ding ist, er muss halt auch ein bisschen auf dem Kopf sitzen, dass es halt auch ein bisschen Spaß macht. Wenn ich da so ein altes Ding auf dem Kopf habe, was drückt und nicht passt und von der Kontur irgendwie immer alles ein bisschen schlecht ist. So, und der Speedglass, den setzt du auf, den drehst du hinten zu. Da ist hinten so ein Schnellverschluss dran. Und dann kann man den einfach nur mit so einem Kopfnicken, macht man den runter und dann schweißt man. Yo! Selbst so ein Helm kann ja irgendwas. Wir haben hier innen drin einfach nur an. Wir haben die Sensibilität, die wir einstellen können. Ne? Und wir haben Delay, das heißt plus, minus. Das ist eine Grundfunktion, reicht vollkommen aus. Es gibt auch welche, da kann man halt auch wesentlich mehr einstellen für den privaten Bereich. V100 reicht vollkommen aus, ist unten verlinkt. Kostet wohl 150 Euro mittlerweile. Waren schon mal günstiger, ab und zu kriegt man sie für 120. Tipptopp. Gibt Ersatzscheiben dafür,
Hier vorne ist eine Scheibe, die kann man halt wechseln, wenn die mal kaputt ist. Liegt bei einem 10er roundabout, Stirnpolster kosten 10er. Bei mir hält so ein Helm im Regelfall immer so 5 Jahre mindestens, eher länger. Und irgendwann sind sie verschlissen, zerkratzt, kaputt, gebrochen, wie auch immer. Genau. Schweißgerät läuft, ne? Strom ist dran, das alte Kabel, Gas ist auf, Schlauchpaket. Das gucken wir uns nochmal an, denn die Vorbereitung ist das Ergebnis. Der Brenner. Wir haben vorne so eine Gasdüse, wir haben hier so eine Aufnahme mit einer Feder. Darüber wird das gehalten und wir haben unser Stromkontaktrohr. Wenn das hier alles verschlissen ist, gibt es so eine Repsitze. Ja, das ist mittlerweile auch günstig Segment hier. Damals hat das alles richtig Geld gekostet. Heute kriegt man den Krempel hinterhergeschmissen. Das sind hier diese kleinen Stromkontaktrohre. Es gibt auch verschiedene Größen. Das hier ist wirklich so die kleinste Ausführung, das gängigste für den privaten Bereich. Wenn man in den Industriebereich geht mit wassergekühlten Brennern, dann wird hier Wasserspiritusgemisch durchgepumpt, damit das Ding kalt bleibt und nicht vor sich hinschmilzt. Die schlagen irgendwann aus. Der Draht muss hier durchgleiten und schafft die Verbindung. Hier kommt der Strom auf den Draht, dass wir es halt schmelzen können. Wenn das halt nicht mehr so schön ist, raus, neu rein. Genauso wie die Gasdüse, die sieht noch ganz gut aus. Die kann man ab und zu mal sauber machen, hier vielleicht mit dem Schraubendreher, mit dem Seitenschneider. Oder man hat einen passenden Bohrer, der hier durchgeht, da kann man sich so einen Griff ranschweißen und dann kann man hier mit dem Bohrer einmal durchgehen. Und dann ist das fertig. Was man auch machen kann, optional, ist ein Schweißtrennspray. Das kann man hier direkt in den Brenner reinsprühen. Dann bleiben hier weniger Spritzer drin hängen. Wir wollen ja heute Stahl schweißen. So, wir haben jetzt mal so ein altes Vierkantrohr. Das ist hier ein 40x2. Und hier alleine ist eine Schicht drauf, die wirklich schmutzig ist. Das ist die schlechteste Basis, die man haben kann. Schmutz. Deswegen gibt es dann noch E-Hand. Ne, da brennt man alles andere mit weg. Beim Schutzgasschweißen, hier seht ihr, muss das alles schon ein bisschen sauber sein. Denn Dreck und Rost und Öl spritzt und die Verbindung wird schlecht. Dann haben wir Einbrandfehler. Beim Gartentor ist es jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber alles andere sollte schon sauber sein. Hantiert jetzt hier nicht mit Bremsenreiniger rum. Ne? Bremsenreiniger ist in der Luft, es ist eine Explosionsgefahr, wir haben eine Brandlast oder eine Brandgefahr. Und von daher versucht das halt alles so zu machen, dass es nicht brennt, alles was hier rumsteht. Ne? Außer eine Spraydose, die steht hier nicht im Schweißbereich, die packt ihr woanders hin. Ja, auch das habe ich mal gehabt, eine kleine Hommage an früher. Ich war am Schweißen im Stahlbau. Und habe eine, ich weiß gar nicht, was das für eine Dose war, ob das Bremsenreiniger war oder Schweißschutzspray. Auf alle Fälle habe ich den Brenner so hingelegt, dass die glühende Spitze, das heißt der Draht, in die Dose gestochen ist. Und dann hatte ich da so ein Feuerball, Junge. Genau, deswegen alles, was brennt, was explodieren kann oder ähnliches, aus dem Gefahrenbereich rausnehmen. Genau. Ich habe jetzt natürlich nur Reste genommen, wir sägen jetzt nicht extra was ab. Wir wollen ja in der heutigen Zeit auch ein bisschen ökologisch sein. Ne, da gibt es da genug Leute, die sich auf der Straße festkleben und ähnliches. Das machen wir natürlich nicht, deswegen nehmen wir Reste. So. Wir haben jetzt hier ein Flachmaterial, das ist natürlich mal easy peasy. Wir haben hier 5 mm, wir haben hier Winkel mit einer Rundung dran. Da müssen wir keine Schweißnahtvorbereitung dran machen, gar nichts. Die könnte man so zusammenknallen. Aber wir werden jetzt einfach mal hier diesen Winkel anheften. Damit fangen wir mal an. Bevor wir das tun, müssen wir erstmal üben und unser Schweißgerät einstellen. Und das werden wir auf diesen kleinen Winkel tun. Wir machen das Gerät mal an. Man hat das irgendwann im Gefühl und man sagt, die ganz, 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 ganz grobe Faustformel pro Millimeter brauchen wir 30 Ampere. Klar, irgendwann geht die Rampe wieder runter. Man kann das nicht nach oben rechnen, wenn jetzt ein Kran geschweißt wird oder eine Brücke, wo das Material 20 mm ist, brauchen wir keine 600 Ampere. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Deswegen halte ich von dieser Faustformel nichts. Gefühl und Sachverstand und ein bisschen Bauchgefühl ist für den Laien teilweise besser als irgendwelche mathematischen Formeln, um das da hin und her zu rechnen. Damit kommt man nicht wirklich zum Erfolg. Ne? Das ist so, wir haben jetzt hier Material, 6 mm. Wir machen die Kiste jetzt einfach mal an, gehen auf Stufe, das ist jetzt 3, wie gesagt, der ist hier verdreht. So, 3 von 6 sind ungefähr 50%. Das heißt, halbe Leistung, was das Gerät kann. Gerät ist 170-30, das heißt 170 Ampere Maximalleistung. Wir gehen jetzt auf Stufe 3.
Wir versuchen das hier einfach mal mit T6, das heißt 6 mm. Und den Draht lassen wir jetzt hier einfach mal knapp unter der Hälfte stehen. Ne? Hälfte Draht, Hälfte Leistung. Reiner Menschenverstand. Und jetzt werden wir es mal testen, was da so passiert. Ja, hört sich total blöd an. Wie man sieht, da kommt nichts bei rum. Also werden wir jetzt mit der Leistung einfach mal eine hochgehen. Den Rest lassen wir einfach mal so und dann sehen wir mal, was passiert. Ja, schon ein bisschen besser. Wir gehen nochmal mit der Leistung einen hoch. Den Rest lassen wir stehen. Aha. Das ist schon mal nicht schlecht, oder? Das können wir bald so stehen lassen. Wir können jetzt mit der Stärke gehen wir nochmal ganz klein hoch, ungefähr auf den vollen Strich und den Draht nochmal ein Müh nach oben. Ja, rubbelt noch ein bisschen. Das heißt, Draht ein bisschen nach unten. Wenn ihr sowas einstellt zum ersten Mal, versucht Extreme. Also jetzt nicht wirklich komplett 100% auf, 100% zu. Tastet euch daran. Dreht nicht immer überall drin rum, versucht wirklich nur mal die Leistung hoch runter zu nehmen. Und wenn das nachher von der Leistung passt, dann versucht ihr mit dem Draht zu spielen. Ja, so lassen wir das jetzt mal stehen und werden das jetzt mal versuchen. Jetzt nehmen wir hier mal die beiden Winkel. So. Ich lasse jetzt hier mal, so, ich packe die jetzt einfach mal zusammen. Ne, hier mit Spaltmaßen und so, damit müssen wir jetzt noch nicht anfangen. Normalerweise schleife ich hier noch eine Schweißnahtvorbereitung rein, das heißt, hier eine kleine Phase, wo wir die Naht reinlegen können. Wir wollen ja nicht zu tief ins Detail, deswegen lassen wir es einfach mal so, heften das jetzt und dann legen wir da mal eine Naht rüber. Wie es so sein soll, wurde das hier gerade nicht gefilmt. Ich habe wohl die Aufnahmetaste nicht gedrückt. Deswegen machen wir das nochmal. Ich habe es gerade geheftet. Wir haben keine Schweißnahtvorbereitung. Stumpf zusammen, ganz kleiner Radius von diesem Winkel. Und da legen wir jetzt einen rauf. Brennerhaltung vom Werkstück, ungefähr 45 Grad nach hinten. Und dann schweiße ich den mal neutral. Nicht schleppend, nicht stechend, neutral. Und pendel ganz leicht über das Material, damit wir die Außenkanten aufgeschmolzen kriegen. Und dann gucken wir mal, was da so passiert. Wir haben viele Spritzer, das müssen wir jetzt alles ein bisschen optimieren mit dem Draht, mit dem Vorschub, da können wir noch ein bisschen spielen. Und wir haben natürlich eine überwölbte Naht, weil wir keine Schweißnahtvorbereitung haben. Das werden wir gleich nochmal in schön machen mit einer Schweißnahtvorbereitung, wie das eigentlich am Ende aussehen sollte. Mit der Schweißgeschwindigkeit, man kann es mit der GoPro natürlich kaum auffangen oder einfangen. Weil ich keinen zweiten Schweißschirm habe, wo ich die GoPro unterstellen kann. Wäre natürlich schön, wenn man das Flussbett sieht. Ob es was bringt, sei jetzt auch dahingestellt. Man muss da schon ein bisschen, ich sehe das halt immer wieder auch bei uns in der Firma, die fangen dann da das Rotieren an und dann läuft da irgendwas vor und dann fangen sie an, den Brenner schneller zu ziehen. Kontrolliert, gleichmäßig, gleichmäßig. Macht ein paar Übungsstücke, sonst wird das so und so nichts. Ne? Das Gefühl zu kriegen, wie verhält sich das Flussbett. Ne? Und dann pendelt ihr langsam über die Materialien. Man kann ihn noch einfach reinhalten, ne? Das heißt den Draht genau in die Kante, die ihr schweißen wollt und zieht da einfach nur gerade einen rein. Das ist schon mal 50%. Nachher das Pendeln und die Ecken aufschmelzen, das macht nachher die Erfahrung. Da müsst ihr euch wirklich hinstellen, Bleche abschneiden oder Rohre und die schweißt ihr dann zusammen, um dann das Gefühl da reinzukriegen, in welcher Geschwindigkeit ihr das schweißen müsst.
Die Schmeißhandvorbereitung. Ich habe jetzt hier eine 45 Grad Phase rangeschliffen. Hier. Und wenn wir die zusammenlegen, haben wir hier eine schöne V-Kehle. Da können wir schön die Schweißnaht drin einbetten. Wir kommen mit dem Draht oder mit dem Einbrand tiefer an das Material und haben oben eigentlich eine flachere Naht. So ist der Plan. Das werden wir wieder zusammenheften. Und dann ziehen wir da gleich nochmal einen rauf und gucken uns das mal an. Das ist das Leiden von diesem Schweißgerät, echt. Bleibt der Draht immer hängen, einmal Schlauchpaket drehen und dann ist das gut. Schweißpunkte am besten mal auf den Außenkanten setzen oder da, wo man sie wegschleifen kann. Wenn man jetzt eine Prüfung schweißen würde, müsste man die Punkte wieder anschleifen, damit man hier wirklich die Verbindung reinkriegt. Aber wir wollen hier keine Prüfung schweißen, sondern ganz klein anfangen. Dementsprechend lasse ich die Schweißpunkte, wie sie sind. Brennerhaltung, wieder leicht nach hinten gekippt. Ich schweiße wieder neutral, nicht stechend, nicht schleppend, einfach neutral. Ziehe den Draht jetzt optisch. Den Draht genau hier unten in die Trennstelle rein. Und ziehe jetzt einfach mal ganz langsam, gerade ohne zu pendeln, einen rüber. So sieht das mit Schweißnahtvorbereitung aus. Das ist schon okay. Man kann mit dem Draht jetzt noch ein bisschen spielen. Man hat es gerade gehört, wie der Draht oder der Lichtbogen, dass das so ein bisschen tanzt. Ich nenne es jetzt mal Tanz. Man hört es, dass der Lichtbogen, dass es noch nicht so 100% ist. Da müsste man jetzt mit den Feineinheiten ein bisschen spielen. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Da ist jedes Gerät unterschiedlich. Also kann man es lassen. Dicke Materialien lassen sich natürlich immer ganz gut schweißen. Das heißt, so 5, 6 mm, besonders an so einem Gartentor, wenn man so einen Pfosten hat mit einem Scharnier, was abgerissen ist, das da ranzuknallen. Okay, da ist die Leistung jetzt nicht ganz so, ob das jetzt 90 Ampere sind oder 100, merkt man da kaum. Ne, auch wenn man nicht so das Gefühl da drin hat. Es wird dann schwieriger, wenn man Dünnblech hat. Und Dünnblech ist, wo habe ich denn was liegen? Irgendwo habe ich was hingelegt. Ich suche mal was raus und dann versuchen wir mal einen Millimeter zu schweißen. Das heißt, Karosserieblech heften. Ich bereite mal was vor eben. Ja. 1 Millimeter Stahl. Das ist so Karosserieblech und eigentlich schon fast mit die Königsklasse, was wir eigentlich heute sehen. 6 Millimeter, ja, da brennen wir kein Loch rein. Das sieht im schlimmsten Fall nicht so schön aus. 1 Millimeter, wenn man es punktet, okay, will man eine kleine Naht ziehen. Hier ist das Blech kalt, man schweißt und ganz schnell durch die Energie wärmt sich das Blech auf und der Hang, dass da ein Loch drin ist, ist natürlich sehr, sehr, sehr schnell und sehr groß. Wir gehen mit der Leistung jetzt erstmal komplett runter. Wir lassen das Ding jetzt erstmal aus. Wir gehen mit der Leistung jetzt mal runter auf Stufe 2. Wir gehen mit Material runter auf 1 mm, das werden wir mal testen. Und mit dem Draht gehen wir mal so auf 5, das ist ein Viertel an Leistung, was das Gerät kann. Und dann nehmen wir wieder ein Probestück. Hier nehmen wir einfach mal so einen Blechstreifen und machen einfach mal einen Heftpunkt drauf. Und dann gucken wir, wie das Schweißgerät sich verhält. Na? Die Leistung ist natürlich jetzt sehr, sehr minimal. Und ich schweiß sowas immer ein bisschen mit Drahtüberschuss. Wird geschliffen. Zu wenig Draht heißt zu viel
Na, Energie ist es ja eh. Wir brauchen das Material, um es zu verbinden, damit wir auch ein bisschen vorankommen. So und so würde ich es jetzt auch bald lassen. Ne? Optimieren kann man es immer. Aber so ist das okay. Zündverhalten ist natürlich nicht ganz so geil, weil einfach Leistung fehlt. Jetzt versuchen wir das mal zusammenzuschweißen. 1 mm Blech, wir heften das jetzt mal zusammen. Hier wirklich auf stumpf. Schweißgeschwindigkeit wesentlich höher. Ne? Wesentlich höher. Auch hier gibt es keine großen Experimente. Stumpf rein in den Brenner, nicht stechend, nicht schleppend. Wirklich neutral rein. Aufschmelzen und dann muss auch ein bisschen Feuer passieren, weil sonst haben wir ein Loch drin. Sehr, sehr kleine Naht. Hier vorne ist mir der Brenner einmal weggerutscht. Wir haben durchgehend einen Brand. Ne, das sieht man hier hinten. Und wir haben eine kleine Naht ohne Löcher. Und hier sieht man jetzt den Verzug, was es nicht einfacher macht, Karosserieblech zu schweißen. Wir haben oben jetzt eine erhabene Naht. Und die will natürlich irgendwo hin. Die dehnt sich erstmal aus und danach kühlt sie sich ab. Und deswegen sind die Bleche danach immer krumm. Karosserie schweißen ist ein Fall für sich. Deswegen nehme ich doch mal so ein bisschen mit Druckluft und kühle meine Schweißpunkte runter. Auch da gibt es mehrere Erfahrungen und Punkte, die man halt machen kann. Aber wie ihr seht, es ist alles machbar. Dann werden wir auch noch mal einen Punkt angehen. Überlappend. Wir punkten das jetzt auch nicht an oder wir bohren das nicht. Wir legen es jetzt einfach mal flach aufeinander. Die kleine Schweißnaht, es wird wohl reichen, aber hier brauchen wir noch mal ein bisschen mehr Leistung. Und dann nehme ich meine Leistung, gehe einfach nur einen Punkt hoch. Materialstärke lasse ich stehen und den Draht nehme ich auch nur ein Müh hoch, mehr nicht. Die Leistung, die Einstellung, das passte eben. Wir nehmen wieder unser kleines Probestück hier und werden dann nur mal einen kurzen Punkt draufsetzen. Ne? Nach 2, 3 Punkten weiß man ungefähr, was geht, was man machen muss. Ne, das ist vollkommen okay. Wir haben jetzt einen schönen flachen Schweißpunkt. Wir haben einen Durchbrand oder einen Einbrand. Auch der sieht auf der anderen Seite genauso aus wie vorne. Das ist wirklich ideal. Ne? Jetzt nehmen wir unsere Bleche, überlappen die und setzen hier vorne einen Schweißpunkt drauf. Ja, sehr gut. Hier ist ein ganz, ganz leichter Durchbrand, aber nicht wirklich, nur optisch. Und ein bisschen zu fühlen, da kann man mit der Fächerscheibe einmal rüber gehen. Hier vorne haben wir eine schöne Verbindung mit Schweißpunkten. Und wenn man die jetzt mal bricht, man kriegt sie kaum gebrochen. Oh. Okay, es hält. Es hält. Man verbiegt vorher das Blech. Das ist gut. Und das ist eigentlich eine ideale Verbindung. Und wie gesagt, das auf Millimeter. So funktioniert das Schweißen. Und ja, es ist schwierig, in einem Video es komplett zu erklären, wie man es macht. Ne? Ich meine, wer sowas lernt, geht dafür auf Lehrgänge und das mindestens 2 Wochen lang. Zum halben stündigen Video kann man es nicht lernen. Es geht nicht. Wichtig ist halt immer nur, dass man es irgendwie ein bisschen versteht, wie funktioniert so ein Kasten, ne? Was ist dran verbaut, ein bisschen Sicherheit. Wenn man sich da wirklich unsicher ist, lest im Netz die Sicherheitsbestimmung nach, was man alles machen sollte und vor allem schützt euer Körper und eure Augen. Das ist ganz, ganz wichtig. Man kann natürlich noch Absauganlagen nutzen, man kann Mundschutz aufsetzen, man kann so vieles. Das möchte ich ja alles gar nicht auflisten. Da kann sich jeder selbst drum bemühen und kann sich das im Netz raussuchen, was muss man an Sicherheit einhalten beim Schweißen. Wer diesen Menschenverstand nicht hat, zu sagen, ich setze mir eine Schweißmaske auf oder ich ziehe mir vernünftige Handschuhe an, der sollte dieses ganze Verfahren so und so lassen. Der sollte sich einen Fachbetrieb ranholen, der an dem Gartentor das Scharnier anschweißt.
Das hier ist wirklich Leute, die eine kleine Werkstatt haben, die vielleicht vom Opa eine Werkstatt übernommen haben oder landwirtschaftlichen Betrieb haben, ein Schweißgerät irgendwo rumstehen haben. Wie kann ich irgendwas mal anschweißen? Ne? Und wie gesagt, bitte keine tragenden Teile. Keine Unterlenker, keine Oberlenker, keine Ackerschienen schweißen, wenn man nicht weiß, was man da tut. Kann man sich ganz schön unglücklich mitmachen, wenn der ganze Krempel abreißt. Ich finde es immer, wenn Leute sich irgendwelche Frontgewichte zusammenbraten, als Halbleihe und gar nicht wissen, was sie da wirklich tun, mit Schweißfehlern in der Naht, und dann hängt da vorne so ein 2-Tonnen-Klotz in der Fronthydraulik dran und dann bei 50 km/h reißt das Ding im schlimmsten Fall ab. Weiß ich nicht. Könnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ne? Deswegen, es gibt auch noch andere Fügeverfahren, wie zum Beispiel Schrauben. Das ist manchmal vielleicht einfach einfacher, wenn man das hier nicht kann. Wenn ihr sowas das erste Mal macht und ihr wolltet das mal wirklich probieren, nutzt irgendwelche Reststücke. Ne? Irgendwelche Reststücke nehmen, testet es, probiert es vorher, wie man da was machen kann. Ob das hier so ein Dünnblech ist an der Karosse, ihr versaut eure Karosse nur einmal. Und wenn ihr 20 Euro in Material investiert, um es zu üben. Ne? Wenn man sowas macht, sollte man sich wirklich sicher sein, dass das Schweißgerät funktioniert und man weiß, was man da tut. Und alles, was ihr macht, ob das jetzt hier so eine Stumpfnaht ist oder überlappend oder ein Rohr, probiert es vorher, schweißt vorher einen Test, stellt euer Gerät ein, dass ihr sagt, pass auf, das funktioniert gut. Und wenn der Draht vorne nur am Stocken ist, mein Gerät hat das auch, dass es im Schlauchpaket hakt, dann muss da vielleicht einfach mal innen drin die Seele neu. Hier läuft eine Metallspirale oder ein Teflon, ein Röhrchen, wie ein Schlauch, wo der Draht drin läuft und der kommt dann hier vorne raus. Wenn der verschlissen ist, dann hakt der Draht im Schlauchpaket. Auch so ein Repsatz bei Amazon, ich kann das mal rein verlinken. Wie gesagt, das hier ist so der kleinste Standardbrenner und so ein Set, so ein Reparaturset kostet, ich glaube, 10, 12, 13 Euro. Geht unten mit rein in die Sparte Schweißtechnik. Genau. Ich glaube, ich habe alles angesprochen. Wie gesagt, den Speedglass, wer mehr schweißen möchte, ob WIG, ne, das heißt mit so einem Brenner hier vorne dran, mit so einer Wolfram-Elektrode oder MAC. Ne, viele verwechseln das auch mit MIG. Ne, mit MIG ist ein anderes Gas, das geht dann in eine andere Metallrichtung rein, das ist dann ein Inertgas. Genau, ihr müsst da so ein bisschen Gefühl für aufbauen. Das ist so. Ja, ich hoffe, ich habe alles angesprochen. Sicherheit, ja. Einstellung, Gas. Qualität eines Schweißgerätes. Nochmal ganz kurz am Rande. Es muss kein Gerät sein für 5.000 Euro. Ne? Also wer sich ein Schweißgerät kaufen möchte, ich nenne jetzt wahrscheinlich gleich irgendwelche Hersteller, es hat in keiner Weise irgendeinen Bezug auf Werbung oder auf Vorteile oder Nachteile oder irgendwelche markengebundenen Geräte, aber wenn ihr zum Beispiel, ihr fahrt in ein Fachgeschäft und da steht jetzt ein Gerät von Rehms oder von S oder was weiß ich, von Lorch, das sind das Geräte, die in der hochpreisigen Sparte liegen. Ne, da redet man von so einem Mac-Gerät auch mal schnell von 2.500 Euro. Lasst euch da nicht über den Tisch ziehen. Für einen Privatgebrauch, ein bisschen Karosserie schweißen, mal ein Gartentor machen oder vielleicht mal irgendwie der Frau was zusammenbasteln für Weihnachten, irgendwelche Hufeisen zusammenbraten. Da könnt ihr auch bei eBay Kleinanzeigen auf die gute gebrauchte Technik zurückgreifen. Ja, Elektra-Beckum-Gerät, ganz oft mit Flasche. Damals war es so, dass die Flaschen, wurde Name reingekloppt, die Zeiten sind vorbei. So eine Flasche kostet Pfand 150 Euro. Die Füllung liegt jetzt irgendwie so bei 60, 70 Euro. Und die Flasche gehen im Tausch und dann ist das gut. Und dann kann man so ein Gerät auch kaufen von Elektra Beckum, sag ich mal, von 200 Euro, so in dem Dreh. Das sind diese kleinen eckigen Kisten, die in den 90er Jahren ganz weit verbreitet waren. Die schweißen genauso gut. Ne? Wer von den Dingern gar keine Ahnung hat, der braucht da keine 30 Knöpfe dran. Ne? Dann reichen da 4. Und da müsst ihr euch ein bisschen schlau machen. Natürlich auch andere Kanäle angucken, die das ein bisschen detaillierter ans Detail nehmen. Mit den ganzen Rampen, mit den Einstellungen, ähnliches. Das hier sollte jetzt wirklich ein Einblick sein, wie man es machen könnte. Genau. Wieder viel Theorie, ist leider so. Und das ist das Ende an diesem Mittwoch. Ja, ich denke.
Leute, danke fürs Zusehen. Gerne abonnieren, gerne kommentieren, gerne Daumen nach oben lassen, gerne empfehlen, teilen, wie auch immer. Erzählt es eurem Nachbarn, da ist ein Typ, der schraubt an irgendwelchen alten Karempel rum, ne, dass das hier mal vorangeht. Leute, wir sehen uns, munter bleiben. Ciao.